Die Dunkelheit ist nicht das Ende. Und die Zombies werden nicht die Welt regieren. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ich habe mir gerade so einen Spruch überlegt. Wir spielen heute mal den Zombie-Modus. Ich habe mal gedacht, weil das jetzt alles so ein bisschen länger dauert, spielen wir heute mal den Einzelspieler-Modus. Und wir werden heute mal Depot spielen. So, hoffentlich heißt das. Und ihr wisst ja, dass ich endlich eine neue Ultra Slim habe. Ja, ich habe eine neue PS3 und Rebooty25, ein PlayStation PSN-Freund von mir, hat geschrieben, warum ist die PS3 gerettet? Das liegt daran, lieber Tribudi, meine PS3, die hat ihren Sturz erlebt und die Festplatte war beschädigt und was weiß ich und da und da und da und da. Und ja, ich kann euch nochmal die Nachricht zeigen von Tribudi, warum gerettet hier. Ja, oh, da schreibt jemand, hey, ich habe dich auf YouTube entdeckt, bist cool, lass mal saugen. Na klar, Digga, na klar. So, jetzt kannst du dich erkennen. Heute soll es mal um Gronkh gehen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über Gronkh. Ja, weiß. Ich habe ja schon mal Gronkh mit so einer blauen, mit so einem blauen T-Shirt gemacht. Kam natürlich nicht so gut an, aber ich bin ein Mensch, der verstellt sich nicht. Und warum soll ich mich verstellen? Ich bleib so, wie ich bin. Och nö, jetzt spielen wir mal Town Überleben. Heute geht es um Gronkh von Minecraft, wie schon gesagt im Video. Gronkh, der heißt ja auch bürgerlich Erik Range. Und er, habt ihr gewusst, der kommt ja aus Braunschweig. Geboren wurde er 1977, hat schon ein paar Jahre auf dem Kasten und ist ja deutscher Moderator und Verfasser des Videos und Computerspiele. Er macht ja sogenannte Let's Plays, also so Lass-Spielen-Videos. Und ja, er vermarktet das auch. Er hat auch sein eigenes Unternehmen, Play Massive GmbH. Und er gehört ja zu den populärsten Vertretern der Let's Play-Genres im deutschsprachigen Raum. Ja, und er hat ja auch, der Let's Play hauptsächlich natürlich Minecraft, aber auch andere Spiele, die ja sehr interessant sind, wie ich finde. Und er hat ja auch das 1000. Video hochgeladen, was ja eigentlich nicht das 1000. War, sondern das 1030. Video. Und das muss man schon mal sagen, das Special ist auf jeden Fall gelungen. Am Anfang fängt es so richtig episch an. Rauch und Feuer und was weiß ich. Also so richtig nice, das müsst ihr auf jeden Fall mal angucken. Die Minecraft-Folge 1000 ist natürlich sehr gelungen. Am Anfang ist es ein bisschen traurig und dann kommt dieses Fröhliche von Gronkh einfach wieder hervor. Und das ist einfach wunderbar. Und jetzt geht es mir nicht mehr um Gronkh, sondern jetzt geht es mir um die geilen Zombies von Call of Duty. Und ja, ihr wisst ja, bald kommt Call of Duty Ghost raus. Ich habe den Trailer gesehen. Dank GameHighTV, muss man nochmal einen Dank an GameHighTV sagen, an den YouTuber. Der hat das erst, sonst hätte ich das ja nicht rausgefunden, dass es dieses Call of Duty Ghost überhaupt gibt. Auf jeden Fall, das ist ein Trailer über so irgendwelche Gladiatoren, die sich plötzlich in Soldaten verwandeln. Und es gibt natürlich einen großen Aufschrei, viele Dislikes bei diesem Trailer-Video. Oh, das ist scheiße. Ich finde dieses richtig schön, es ist mal eine Abwechslung und es muss auch mal eine Abwechslung in Call of Duty ran. Man kann nicht immer auf die gleiche Schiene wandeln und ich finde das einfach schön, es ist ein super schöner Trailer, die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und wer sagt, dass Call of Duty Black Ops zum Beispiel scheiße ist oder Black Ops 2 scheiße ist, der bezieht sich hauptsächlich ja immer auf den Multiplayer-Modus, aber man sollte halt ja, mal auch mal die Story im Vordergrund stehen, weil die Story ist in jedem Call of Duty einfach großartig. Das ist wie im Kino, muss ich sagen. Da kann man einfach nichts sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier schon reinkomme. Das kostet 1000 Dollar. Das ist, glaube ich, eine Bank, so wie das aussieht. Ja, die Bank. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die ganzen scheiß Zombies hocken. Ich werde mir auf jeden Fall keine neue Knarre kaufen, sondern ich will jetzt endlich mal... Da sind die Zombies! Ja, jetzt kommen sie mal hervor. Hat ja auch mal ein bisschen gedauert. Mit der Shotgun schießen wir die schönen, blöden Viecher ab. Und zwar, ich habe mal eine Frage. Und zwar habt ihr dieses Problem auch mit Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer-Modus. Kommt ihr manchmal auch nicht in eine Lobby rein? Nämlich, ich glaube, dass man für Call of Duty Black Ops 2 hauptsächlich eine sehr starke Internetleitung braucht. Wobei ich GTA 4 eigentlich selbst bei der schlechtesten Internetverbindung zocken kann. Finde ich zwar ein bisschen schade, weil ich heute wieder versucht habe, im Multiplayer reinzukommen. Wir werden auch bald neues Internet haben hier. Ich denke mal, das dauert noch 2 Wochen, dann haben wir endlich das neue Internet. Dann kann ich auch hier wieder so richtig mit Multiplayer loslegen. Boah, die Oma lebt noch! Oh, scheiße, ich kann den Kopf ja gar nicht abballen.
Schade, schade, schade. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken, Leute, für über 200 Abonnenten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich muss mich einfach bedanken, weil ihr einfach richtig, richtig geil seid. Weil ich finde das auch schön, dass ihr manchmal Kommentare schreibt. Gut, es gibt Leute, die mögen mich nicht. Das ist absolut, absolut in Ordnung. Wenn manche mich als drogensüchtig bezeichnen oder als bist du auf ADHS oder hast du irgendeine Schlafkrankheit, dann sollen die Leute das doch meinen. Aber wer jetzt denkt, dass ein normaler Zocker so ein gut situierter Bürger ist, der weiß nicht, einen Job nachgeht oder was weiß ich, der irrt sich. Ich bin Zocker, ich lebe mein Leben so und ich fress auch Chips und ich habe auch Pickel, aber das interessiert mich alles nicht. Und ja klar, ich sehe auch scheiße aus und ich gehe auch nie raus. Ich bleib lieber zu Hause an meiner PS3. Nämlich, ich habe ein Motto in meinem Leben. Ich arbeite, ich scheiße, ich zocke und das ist mein Leben. Ich lebe in Amerika, den deutschen Traum des Zockers und das ist gut so. Oh, yo. Nein! Oh, jetzt hätte ich fast diese verdammte Waffe Ich will nämlich jetzt nicht diese Waffe, sondern ich möchte jetzt in die Bank hinein. Man kann in der Bank nämlich Geld deponieren, soweit ich das weiß. Da gibt es ein eigenes Tresorfach, wo man für die anderen Mitspieler Geld hinlegen kann. Ihr seht schon, das alles ankert hier. Ja, yeah, burn, weg, burn! Ah, der Zombie-Modus ist einfach hammergeil. So, Leute, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Das sieht aus wie ein Cola-Automat. Kostet aber 2000 Dollar, das habe ich leider nicht zur Verfügung. Fuck! Stirb, ihr kleinen Wichser! So, ich glaube, das war schon. Das war mein kleines Let's Play von Ding. Von dem Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops 2 auf der PlayStation 3. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall wahrscheinlich im nächsten Video. Haut rein, Leute, euer YouTube Gamescom sagt ciao. Ich hau jetzt GTA 4 rein. Wir sehen uns. Ist ja geil. Danke. So, jetzt bleiben wir hier stehen, bis wir tot sind. Jetzt gucken wir mal hier meine ganzen Nachrichten eingegangen. Boah, XD schreibt da eine. Tutti Woody, jawohl. Und dich nehmen wir noch an. Ich denke, ich muss jetzt die Aufnahme beenden. Genug geredet, genug gelabert. Schaut noch bei Gronkh rein. Die Minecraft-Folge 1000. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das ist richtig cool. Das müsst ihr einfach angucken. Ciao!